Jo, ihr Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und zu Let's Play Geheimakte Tunguska. Tja, von Max Gruber haben wir jetzt auch nicht so richtig viel Informatives gehört. Er ist halt der Arbeitskollege unseres Vaters und er hat überhaupt nichts Wirkliches mitbekommen. Der Einzige, der uns jetzt vielleicht weiterhelfen könnte, ist der nicht immer ganz trockene Eddie, der sich zuletzt ja in der Dinosaurierstatue versteckt hatte und von dem ich jetzt gar nicht weiß, wo er danach hingeflüchtet ist. Da unten gab es ja nichts. Ich habe ihn danach nicht mehr gesehen. Es gab da unten den Raum, wo ich ihn gefunden habe, dann ist er irgendwie weggelaufen, dann gibt es halt diesen Vorraum, wo man den Dinosaurier von vorne sieht und einen Ausgangsbereich, zu dem ja, Nina nicht hingehen wollte, solange sie nichts Näheres weiß. Deswegen gehe ich jetzt einfach mal ins Büro vom Vater. Wer sind Sie und was machen Sie hier? Das Gleiche könnte ich Sie auch fragen. Kommissar Kansky, ich leite hier die Ermittlungen. Und wer sind Sie? Ich? Nina Kalenko. Ich hatte sie angerufen. So, so. Habe gehört, ihr Vater sei verschwunden. Ja, ich kam hier an und wollte meinen Vater treffen. Er meinte, er sei noch bis spät in die Nacht im Museum. Als ich hier ankam, stand die Tür zum Museum offen. Und es sah aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Ich mache mir echt Sorgen. Danke, dass Sie gekommen sind. Haben Sie eine Idee, was hier passiert sein könnte? Ich kann mir kaum vorstellen, dass mein Vater so ein Chaos veranstaltet hat. Ich kenne Ihren Vater zwar nicht, aber auszuschließen ist erst einmal nichts. Sie wollen ernsthaft behaupten? Ich behaupte gar nicht, Schätzchen. Ich ziehe nur alle Möglichkeiten in Betracht, solange die Fakten nicht auf dem Tisch liegen. Schätzchen? Aha. Okay, momentan bedient er alle Klischees eines schmierigen, alten, korrupten Bullen, oder? Die Kippe im Maul, der Trenchcoat und er nennt mich Schätzchen? Das ist kein guter Einstieg zwischen uns beiden. Meinen Sie, meinem Vater könnte irgendwas zugestoßen sein? Schwer zu sagen. Ich dachte, die Polizei kann mir nicht helfen, solange mein Vater nicht in Lebensgefahr ist. Hör zu, Mädel. Ich bin seit fast 40 Jahren im Geschäft. Ich weiß, wann eine Sache stinkt. Und diese Sache müffelt schon ganz gewaltig. Und wenn du was damit zu tun hast, dann rück lieber gleich mit der Sprache raus. Früher oder später werde ich sowieso dahinter kommen. Hallo? Ich habe die Polizei gerufen. Besser gesagt, ich habe versucht, sie zum Herkommen zu bewegen. Warum sollte ich das tun, wenn ich meinen Vater... Verbrecher machen immer die unlogischsten Sachen. Davon lasse ich mich nicht täuschen, sonst wäre ich nicht Kommissar geworden. Ja, ich sehe schon. Sie sind ein ganz schlaues Kerlchen. So, dann wäre er nicht Kommissar geworden. Ich habe noch keine Marke gesehen. Wenn Sie was rausgefunden haben, sagen Sie mir dann sofort Bescheid? Ja. Ich brauche ohnehin Ihre Adresse und Telefonnummer. Und verlassen Sie besser nicht die Stadt. Könnte sein, dass ich noch Fragen habe. Und nun raus mit Ihnen. Sie stehen mir sowieso nur im Weg rum und verwischen die Spuren. Seltsamer Typ, dieser Kommissar, oder? Ja, und nicht gerade der freundlichste seiner Zunft, aber vielleicht muss man in diesem Job so sein. Ja, mag sein. Hauptsache, er findet raus, was mit meinem Vater passiert ist. Wenigstens einer, der auch glaubt, dass da irgendwas ganz und gar nicht stimmt. Ich glaube Ihnen auch. Danke. Und ich würde Ihnen auch gerne helfen. Ins Bett gehen brauche ich jetzt eh nicht mehr und schlafen kann ich auch, wenn ich tot bin. Also, wenn ich was für Sie tun kann... Das ist lieb. Schauen Sie erst einmal, ob Ihr Vater nicht längst zu Hause ist. Vielleicht macht er sich ja schon Sorgen und verdonnert sie dann zu 2 Wochen Taschengeldentzug, weil sie zu spät gekommen sind. Ja, das wäre schön. Ich bin morgen leider erst gegen Abend wieder im Büro. Aber kommen Sie bitte vorbei oder rufen Sie mich an. Wenn Ihr Vater wieder da ist, haben wir was zu feiern. Wenn nicht, kann ich vielleicht was für Sie tun. Ja, mach ich. Bis morgen und gute Nacht. Gute Nacht. Und schlafen Sie schön. Sie auch. Oh, okay. Habe ich da was Unterschwelliges gehört? Nach Hause fahren. Ich habe aber Eddie noch nicht getroffen. Dieser Kansky hat mich doch gerade erst hochkant rausgeschmissen. Und wirklich scharf bin ich auf ein schnelles Wiedersehen ehrlich gesagt auch nicht. Das ist ja toll. Jetzt kann ich gar nicht mehr rein. Verdammt. Ah, okay. Ja, dann ab nach Hause. Mein Motorrad.
Hallo? Papa? Bist du zu Hause? Kopf explodiert gleich. Ach du Scheiße. Hier hat aber jemand ganze Arbeit geleistet. Erst sein Büro und nun auch noch seine Wohnung. In was ist mein Vater da nur reingeraten? Ich sollte in Zukunft vorsichtiger sein. Die Typen, mit denen ich es hier zu tun habe, scheinen es ziemlich ernst zu meinen. Oh je, welchen Beruf hat eigentlich Nina? Sie gerät hier in eine ganz schön heiße Geschichte rein und entwickelt sich jetzt hier zum, was... zu einem kleinen Privatdetektiven. Ich habe gerade wieder dieses Katsching gehört. Ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt was Neues im Tagebuch haben. So, das hatten wir doch schon, oder? Das zum zerrissenen Foto. Ja, das hatten wir schon. Hinterhalt. Berlin. Wohnung. Nina wurde beim Betreten der Wohnung niedergeschlagen. Alles ist durchwühlt. Die Sorge um ihren Vater erscheint also berechtigt zu sein. Aber was suchen die Einbrecher? Und haben Sie es jetzt gefunden oder werden Sie wiederkommen? Rätselhilfe? Ah, alles klar, das ist nur der Hinweis auf die eingebaute Hilfe, wenn man nicht mehr weiterkommt. Gut, aber die hoffe ich werden wir nicht benutzen. Vielleicht werden wir gelegentlich hier mal die Szene untersuchen, wenn ich dann selber nichts mehr gefunden habe. Das ist die Tür, da wollen wir natürlich nicht nochmal raus. Akten! Unterlagen über die Expeditionen und Forschungsergebnisse meines Vaters. Der Einbrecher scheint sehr interessiert daran gewesen zu sein. Es fehlen stapelweise Ordner. Oh, verdammt, okay. Da wird wohl nicht mehr viel zu finden sein, was wirklich wichtig ist. So wie es aussieht, waren die Einbrecher sehr gründlich. Naja, du weißt es nicht, wenn du nicht nachguckst. So, hier haben wir den Schreibtisch. Das ist wahrscheinlich ganz offensichtlich, dass ich hier was finden werde. Deswegen nehme ich erstmal hier was anderes, zum Beispiel den Kleiderschrank. Schon erstaunlich, mit wie wenig Klamotten Männer durchs Leben kommen. Okay. Das gehört auch noch zum Kleiderschrank. Aquarium. Warum es Leute gibt, die dieses hohle Glotzen der Fische beruhigt, werde ich wohl nie. Moment mal, da glitzert doch irgendwas. Neben einigen Fischen schwimmt da auch noch ein Schlüssel drin rum. Oh, okay. Das Aquarium ist oben vergittert. Da passen meine Hände nicht durch. Hä? Aber du kannst doch das... Man kann doch das Gitter abnehmen. Wie soll denn der sonst das Aquarium sauber machen, wenn er das nicht abnimmt? Im Ernst, du weigerst dich? Oh, nee. Bett. Sieht unbenutzt aus. Mein Vater war also mit Sicherheit noch nicht im Bett. Okay. Ja gut, dann der Schreibtisch. Das sieht aber schon etwas älter aus. Lecker. Kalte Pizza mit stinkendem Thunfisch. Und noch ekliger finde ich, dass ich das mitnehmen kann. Warum tue ich das? Schon der Geruch tötet jeden möglicherweise existenten Hunger ab. Aber in der Not frisst der Teufel ja bekanntlich auch Fliegen. Kalter Käse, kalter Thunfisch. Globus, ein Kassettenrekorder. Papas alter Weltempfänger. Die Antenne ist abgebrochen und eine Kassette ist auch nicht drin. Außer einem beruhigend gleichmäßigen Rauschen werde ich da wohl nichts hören. Na gut. Ursalzstreuer. Salz. Im Mittelalter auch das weiße Gold genannt. Gut. Kassette, ein Bleistift. Ein Bleistift. Braun und auch ansonsten an Dramatik kaum zu überbieten. Aber trotzdem meins. So, Zettel. Na? Auf einem ist ein Zahnarzttermin, auf einem anderen steht eine Einkaufsliste. Den dritten kann ich nicht lesen und der vierte ist leer. Die bringen mich nicht weiter. Ein leerer Zettel hängt hier dran. Warum? So, Tastatur, Kaffee, Tastatur. Passwort geschützt.
Denk nach, Nina, denk nach. Keine Ahnung. Es wird sich sicherlich noch zeigen hier. Wartet mal, der Zettel hier. Auf einem ist ein Zahn. Ach so, okay. Wartet mal, vielleicht ist hier was durchgedrückt. Nicht. Auf einem ist ein Zahn. Salzstreuer. Passwort. Entercode. Der Weltempfänger. Ha. Ja, keine Ahnung. Wenn ich mir das nicht weiter angucken kann und nicht unbedingt hier mit Dingen verschmieren kann. Nee. Das wird's wohl nicht sein. Dann werden wir den Code irgendwo anders finden. Schreibtisch. Akten. Hier auch nichts. Ah, wartet mal. Aber wenn ich hier mit... Wenn ich mit dem Bleistift hier rumstoche, komme ich doch auch nicht dran, oder? Nein. Salz? Nein. Aquarium? Pflanzenstück. Okay. Kann ich vielleicht draußen irgendwas finden? Das ist schon mal gut. Sie kann auf jeden Fall rausgehen. Das ist gut. Und mal die Mülltonne durchwühlen. Genau. Na gut. Dann werde ich mal. Ein einzelner Gummihandschuh und eine Fahrradspeiche. Nicht gerade eine herausragende Ausbeute. Oh, aber die Fahrradspeiche, die ist doch vielleicht lang genug. Eine alte Fahrradspeiche. Und der Beweis, dass ich wirklich jeden Mist einstecke. Ach, das würde ich nicht so sagen. Ja, vielleicht bei der Pizza. Wobei, das ist Wegzehrung. Das betrachte ich als Wegzehrung. Ein Fahrrad. Ein Eimer. Der Eimer ist voll mit Wasser. Ja, kann ich den nehmen? Moment. Huch, der Griff ist einfach abgerissen. Zumindest blieb der Henkel trocken. Mhm. Na toll. Ein Henkel, ein Gummihandschuh, eine Radspeiche. Das schreit eigentlich nach MacGyver. Das Ding fällt schon beim Ansehen auseinander. Außerdem habe ich mein Motorrad. Damit bin ich dann doch etwas schneller unterwegs. Das ja. Einzige, was man hier noch gebrauchen kann, ist die Luftpumpe. Geringfügig, ne? Okay. Auch ein alter Wartburg. Schau an. Eine Kiste voller Gerümpel. Das schreit schon danach, dass ich darin was finde, was mir irgendwann noch mal nützlich sein wird. Doppelseitiges Klebeband und Klebstoff. Das kann ich doch alles nicht am Aquarium verwenden. Hier vielleicht die Radspeiche oder so. Oder wenn's ganz kurios wird, könnten wir versuchen, hier vielleicht den Gummihandschuh aufzupusten. Aber was soll mir das bringen? Ach, den Wartburg kann ich mir gar nicht angucken. Oh, ein Kanaldeckel. Da geht's runter in die Kanalisation. Das stinkt aus allen Löchern. Ja, kann ich das vielleicht damit anheben? Nein. Oder damit? Nein. Wie wär's mit aufpumpen? Irgendjemand hat hier einen bissigen Hund, ja? Okay. Das scheint ich mit nichts hier kombinieren zu können. Das hatten wir schon. Oh, wie schön. Die öffnen sich hier sogar und schließen sich. Okay, dann würde ich sagen Radspeiche und Aquarium. Der Schlüssel hat nirgendwo eine Öffnung, durch die ich die Speiche stecken könnte. Aha. Schlüssel, ist der denn aus Metall? Hä? Griff? Nee. Nochmal? Der Schlüssel hat nirgendwo eine Öffnung, durch die ich die Speiche stecken könnte. Dann brauchen wir... entweder einen Greifer, richtig? Oder wir brauchen sowas wie einen Magneten. Aber Magnet haben wir hier nicht. Und das mit dem Kleber klappt natürlich im Wasser nicht. Kleiderschrank. Kleiderschrank.
und Tür. Boah, dann gehe ich nochmal raus. Ich bin mir fast sicher, dass ich irgendwas hier noch finden werde. Mein Motorrad. Was ist, wenn ich das nehme? Ah, alles klar. Dann kann ich wieder zum Museum zurückfahren. Das will ich aber nicht. Der Eimer. Da ist was abgegangen. Das Fahrrad. Und der Kanaldeckel. Da geht's runter in die Kanalisation. Es stinkt aus allen Löchern, ja. Aber ich kann da nicht drin rumstochern, ne? Nein. Nö. Mm-mm. Nein. So auch nicht. Und was haben wir hier sonst noch? Vielleicht kann mir der Hund helfen. Ich hätte ein Stück Pizza für ihn. Oh, wartet mal. Kann man hier runtergehen von dem Grundstück? Nein. Das kann man nicht. Eimer. Kann ich den Gummihandschuh mit Wasser füllen? Mm-mm. Ich könnte Blubberbläschen machen. Nein. Gucken wir uns den Schreibtisch nochmal an. Vielleicht gab es jetzt hier irgendwas, was ich mir noch angucken könnte. Der Zettel. Doppelseitiges Klebeband. Ach, schau an. Kann ich das mit irgendwas verbinden? Nee, damit nicht. Dann gucken wir nochmal hier. Das Aquarium ist oben vergittert. Da passen meine Hände nicht durch. Genau, ich guck mal, was hier durchpasst. Die Speiche müsste gehen. Der Schlüssel hat nirgendwo eine Öffnung, durch die ich die Speiche stecken könnte. Ah, können wir das nicht irgendwie noch umbiegen? Sachen miteinander verbinden? Das ist schlecht. Ich habe auch keinen Haken. Also das sieht zwar eigentlich so aus, als hätte die Radspeiche einen Haken, aber irgendwie funktioniert es doch nicht. Da war nichts drin. Das Bett. Ich guck mal hier unten. Was ist das? Das ist das Bett. Der Schreibtisch. Die Akten und die Tür. Dann nochmal nach draußen. Oh, wobei, wartet mal. Vielleicht muss ich ins Museum fahren, um mir da einen Magneten zu holen oder einen Haken. Also im Museum gibt es sowas doch bestimmt. Also erstmal zurück zum Museum. Ah, oh, ein kleines Mädchen. Ich dachte erst, das ist Eddie. Die Kleine sieht irgendwie traurig aus. Hallo, Kleine. Hallo. Was machst du denn hier so ganz allein? Hast du etwa hier geschlafen? Wer bist du? Ich heiße Nina. Und du? Oh, hallo, Nina. Ich bin Lisa. Also, erzähl mal. Hast du hier wirklich übernachtet? Ja. Wieso denn? Hast du kein Zuhause? Doch, aber ich habe mich nicht getraut. Nach Hause zu gehen? Ja. Ich werde bestimmt ganz furchtbar dollen Ärger kriegen. Mein Fahrrad ist kaputt und die Kamera vom Papa auch. Und deswegen hast du hier draußen in der Kälte übernachtet? Wie ist denn das passiert? Ich habe hier vor dem Museum gespielt und plötzlich, ich hatte Angst. Ich wusste nicht genau wieso, aber ich habe mich lieber mal im Gebüsch versteckt. Und dann kamen plötzlich so komische Männer in schwarzen Kostümen. Ich saß also in meinem Busch und plötzlich bekam ich noch viel mehr Angst. Ich wollte nur noch weg. Und dann habe ich aus Versehen auf die Kamera gedrückt. Es gab einen hellen Blitz und die Männer haben sich umgedreht. Sie haben mich angeschaut, aber... Aber was? Aber sie hatten keine Gesichter. Es war so schrecklich. Und dann bin ich einfach weggelaufen. Ich bin nur noch gelaufen, soweit ich konnte. Irgendwann habe ich dann gemerkt, dass ich meine Kamera verloren hatte. Und so musste ich wieder zurück. Die unheimlichen Männer waren zum Glück nicht mehr da. Die Kamera habe ich auch wiedergefunden, aber sie ging nicht mehr. Und da ja auch noch mein Fahrrad kaputt war, habe ich mich nicht mehr nach Hause getraut. Hilfst du mir? Kommst du mit nach Hause? Oder kann ich bei dir wohnen?
Nein, das besser nicht. Ich werde dir helfen, die Sachen wieder zu reparieren. Aber du musst mir auch versprechen, dann ganz schnell wieder nach Hause zu gehen. Deine Eltern machen sich bestimmt schon ganz große Sorgen. Na gut. Ach du Schande! Was ist denn das hier bitte? Die schläft einfach hier draußen auf der Bank vor dem Naturkundemuseum. Wow, das ist schon ein bisschen strange, finde ich. Was ist denn mit deinem Fahrrad? Ich glaube, ich bin in so eine blöde Scherbe bei der Baustelle gefahren und nun habe ich einen Platten. Dabei ist das Rad ganz neu und meine Mutter hat extra gesagt, ich soll gut darauf aufpassen, weil wir haben nicht so viel Geld, weißt du? Und da können wir uns kein neues Fahrrad leisten. Keine Sorge. Wegen eines Plattenreifens brauchst du nicht gleich ein neues Fahrrad kaufen. Ich kann mir das ja mal ansehen. Und deine Kamera auch. Würdest du das tun? Ach, du bist lieb. Aber kannst du das überhaupt? Klar, kein Problem. Gib schon her. Ich weiß nicht. Was, wenn du gar nicht so gut reparieren kannst? Mach erst einmal das Fahrrad wieder heil. Wenn du das geschafft hast, kriegst du auch die Kamera. Die war nämlich bestimmt ganz teuer. Und wenn du die noch kaputter machst? Ja, schon verstanden. Ich muss erstmal meine Fähigkeiten beweisen. Also gut, dann fangen wir mal mit dem Rad an. Dieses Foto ist meine einzige Hoffnung auf eine erste richtig heiße Spur. Also wird mir wohl nichts übrig bleiben, als erstmal den Reifen zu reparieren. Ach, wie geil ist das denn? Vielleicht kannst du gar nicht so gut reparieren. Nee, lass das mal lieber sein. Schön. Zeig doch mal deine Kamera her. Erst mein Fahrrad reparieren. Du bist ganz schön hartnäckig. Ja, das sagt meine Mami auch immer. Recht hat sie. Okay. Bis später. Aber du kommst wieder, versprochen? Klar, mach dir keine Sorgen. Ach, dann weiß ich wenigstens, wofür ich jetzt hier sowas wie Gummihandschuh, Luftpumpe, was war das hier? Klebstoff, sowas alles habe. Okay, dann gehen wir mal zum Fahrrad. Der Schlauch hat ein Loch. Ich werde mal den Schlauch ausbauen. Ausgebaut, okay. Dann würde ich sagen, vielleicht erstmal Klebstoff auf den Schlauch. Solange ich nichts habe, was ich als Flickzeug verwenden kann, sollte ich den Schlauch besser nicht zukleistern. Ja, ist okay. Wie wäre es mit dem Gummihandschuh? Keine Ahnung, ob der Gummihandschuh als provisorisches Flickzeug funktionieren würde. Ihn einfach so in den Schlauch reinzustopfen wird aber auf jeden Fall nicht reichen. Wieso in den... Hä? Wollen wir es erstmal aufpumpen? Der Schlauch ist definitiv kaputt. Da kommt irgendwo Luft raus. Ich müsste nur rausfinden, wo. Kann ich mir das denn nicht angucken? Oder wartet mal. Kann man dafür... Salzstreuer kann ich doch dafür nicht verwenden. Oder muss ich das mit dem Stift markieren vielleicht? Nein, jetzt vielleicht. Solange ich nichts habe... Okay. Keine Ahnung, ob der Gummihandschuh als provisorisches Flickzeug funktioniert. Das wird nicht reichen. Ihn einfach so draufkleben wird nicht reichen. Die drei goldenen Schritte zum Flicken eines Reifens. Loch finden, Stelle markieren, Flicken anbringen. Dann muss ich es doch markieren. Aber nicht damit. Auch nicht damit. Mit Aloe Vera? Mit dem Pflanzenstück vielleicht? Auch nicht. Ha, wie soll ich das denn markieren? Markieren. Damit nicht. Hiermit auch nicht. Markieren. Ja, vielleicht komme ich rein, hä? Vielleicht komme ich erstmal rein. Das Museum ist geschlossen und Max meinte, er sei erst gegen Abend wieder da. Bis dahin werde ich mich wohl noch gedulden müssen. Ach, vielleicht muss ich es andersrum machen. Muss den hier nehmen und dann mit irgendwelchen anderen Sachen kombinieren. Klebstoff ginge und Handschuh ginge. Aber ich habe das Loch jetzt erstmal gefunden. Ich muss es ja noch markieren. Ha. Okay. Vielleicht muss ich nach Hause reisen und den Schlauch dann in den Topf mit Wasser halten, der unter unserer Regenrinne hing. Mal gucken, ob es geht. Tatsache. Ich kann einfach so wieder nach Hause. Ich werde den Schlauch mal ins Wasser halten und beobachten, wo Luftblasen aufsteigen. So, hab das Loch gefunden und die Stelle markiert. Ah, alles klar. Dann Kleister drauf. Solange ich nichts habe, was...
keine Ahnung, ob der Gummihandschuh als provisorisches... Ach so, vielleicht mache ich es genau andersrum, so? So, jetzt habe ich den Handschuh mit Kleber eingestrichen. Hoffentlich trocknet das Zeug nicht so schnell. Genau so. Haut ihr jetzt den ganzen Handschuh da drauf? Hoffentlich hält der Handschuh dem Druck stand. Aber was Besseres fällt mir jetzt nicht ein. Ach, sie hat es komplett da drum gewickelt. Ach so. Ja, aber wie soll's... Jetzt muss sie die Luft erstmal wieder rauslassen. Ja, gut, aber so liegt es dann wenigstens ordentlich an. Ist in Ordnung, ist in Ordnung. Wir gehen also wieder zurück zum Naturkundemuseum, um dem kleinen Mädchen jetzt seinen geflickten Schlauch zu bringen.